Jo, servus Leute, willkommen zurück zu Formel 1 2015 Koop. Und wir sind diesmal in Österreich mit dabei der Passi. Hallo. Und ja, ich werde jetzt an dieser Stelle etwas einblenden aus dem letzten Rennen mit meinem nicht gezeigten Teamradio. Na, wisst ihr Bescheid? Und dann gehen wir auch nach dem ins Qualifying. Okay. Ich weiß nichts davon, okay. Ich schaue mir das dann an, ne? Ich bin gespannt, okay. Was du da getan hast, oh Gott. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass es einen Spruch von Montoya gab damals, der fucking Raikön. Alter, ich habe schon wieder vergessen. Was mache ich denn hier? Okay. Rennen fahren. Fünfter. 14. Ich sehe gar nichts, Alter. Ich sehe nichts. Alter, ich bin so weit weg von dem. Ich bin 17. Okay, nice. 18. Alter Schwede, bin ich scheiße. Ja, ich bin 18. Geil. Gott, ich hab... Das war jetzt aber richtig schwul. Das YouTuber-Battle wird wahrscheinlich dann doch nicht so ganz stattfinden. Nee, das... Fünfter. Ich kam gar nicht klar gerade. Ich bin 17. Nice. Kannst du aber auf Prime starten? Also auf den härteren. Ah. Könnte vielleicht ein Vorteil sein. 18. Ich kam gerade gar nicht klar. Ich bin noch gar nicht drin irgendwie. Ich muss jetzt hier reinkommen irgendwie. Alter, wie schnell bin ich denn? Holy shit. Ich war gerade nicht drin im Spiel. Da ging echt schnell jetzt. Alter, Maldonado ist vor mir. Ach du Scheiße. LOL! So, wie mache ich das hier? Viel Spaß. Okay, mal schauen. Ja, machen wir das einfach. Schade auf Regenreifen. Ah, ist klar. Ich hab nur das Intermediates drauf gerade. Alter, bin ich schlecht gestartet. Alter, Maldonado ist Frühstarter Strafe. Ohne Scheiß. Ich hab beide Ferraris kassiert. Ah, ich hab Frontflügel, glaube ich, kaputt. Ja. Und Dritter. Oh, das ist natürlich böse. Mein Frontflügel ist schwer beschädigt. Auf welchen Reifen bist du jetzt gestartet? Gelb, Alter, nice. Auf gelb. Alles heißt, klar, mein Rennen ist wahrscheinlich rot nehmen. Mein Rennen ist gelaufen. Oh, verbremst, scheiße. Und schon wieder, was mache ich denn? Ich bin nicht drin im Spiel gerade. Aber ich hab Rosberg. Ich bin nicht im Spiel drin, Alter, ohne Scheiß. Ich mache nur Kacke. Alter, nee. Das Rennen ist ja schon gelaufen, Alter, ohne Witz. Ich sehe auch gar nichts. Also die Sonnenstrahlen sind ein bisschen zu heftig auf dieser Scheißstrecke. Okay, ich kann nicht mehr lenken. Alles klar, Rennen ist gelaufen. Ich und Rosberg sind ja drei Kurven nebeneinander. Holy shit. Ja, mein Rennen ist gelaufen. Jetzt bin ich vor dem. Muss ich jetzt mal leider so sagen. Ja, gut. Ja, mein Rennen ist sowas von gelaufen. Scheiße. Ja, ich werde auch noch abgeschossen von Meri. What the fuck, Meri? Stevens. What the fuck, Stevens? Ja, ich bin letzter. Ne, Sainz ist irgendwo ganz hinten. Der hat auch einen Unfall gehabt. Ja, der ist nicht ganz weit hinter dir so. Okay, ich kann nicht mal die Kurve lenken, Alter. Holy shit. Fahr ich jetzt mal in die Box. Oh, ich hab... Ach, egal. Ach, Mann, ich hab mich drei... Ich wollte keine roten haben. Ich hab's vergessen umzustellen. Oh, das Rennen ist sowas von gelaufen, Alter. Oh, nee. Angriff auf Hamilton. Naja, Leute. Läuft denn... Oh, lol, Hamilton lenkt ein, der Wichser. Ich hab mich gedreht. Hast du dich komplett gedreht? Ja, ich hab mich komplett gedreht. Ich bin jetzt auf 13. Oh Gott, Alter. Das Rennen ist doch schon für den Arsch. Hamilton hat mich nicht ankommen sehen. Ob ich 16, 17 Runden mit Rot fahren kann, wir werden sehen. Glaub's mal nicht, aber... Gut, das war eigentlich... Ja gut, das kann man jetzt als Rennunfall bezeichnen. Hamilton hat ja im letzten Rennen ordentlich schön Bock geschossen, obwohl ich der Meinung bin, dass es ein Rennunfall war. Hashtag Spanien. Verstappen, bester Mann. Oh Gott. Ich glaube, es gibt kein Team, wo du... Doch! Irgendwer Hamilton... Du kannst ein Team machen, wo mir der eine wichtige gedreht hat. Kannst du irgendwie was einblenden? Okay. Wo ich irgendwie sagt, was, mir fällt mir nichts ein. Irgendein Vettel oder so. Obwohl, ich bin ja nicht Vettel. Ja, ist eigentlich relativ egal, solange das was mit dem zu tun hat, was da passiert ist. Ich meine, ich hab bei dem Raikön-Spruch habe ich mir von Montoya jemanden geholt.
Lass mal gleich einen Spruch machen, wo der sagt, Passi ist faster denn Jo, und dann musst du den vorbeilassen. Boah, Ericsson, Alter, bist du arschlangsam, mach mal hin, ne? Machen wir das, ja, okay. Machen wir dann, wenn ich Zweiter bin, du Erster, dann machen wir das. Oder? Nee, ja, andersrum. Nee. Du bist Master, ich kann du jetzt? Rein schon gut vom Scheiße, ich bin da, stimmt, ich bin Master. Fuck. Kann ich das machen? Zweimal sogar. ich bin Elfter. Keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line. Das Problem bei mir ist, mir liegt die Strecke, aber ich will abgeschossen. Du willst meine Kopfhörer, die ganze Zeit bei mir hinten, wo der Controller ist, da. Also ich hab ja unterm Tisch und das nervt gerade total. Alter, ich komm wieder weit raus. Ich bin schon wieder am 10. dran und ich bin schon neben dem Hülkenberg. Wie, du machst dasselbe wie Hamilton, ey. Oh, lol. Ich rutsch da fast den Verstappen rein. Aber überholt. Ich will nicht 0 Punkte holen, ey. Ist doch kacke. Oh, shit, hier ist voll die Gruppe bei mir, ey. Aber das werden 0 Punkte, ey. Das ist doch behindert. Alter, warum ich... Wo es bergauf geht, da im ersten Sektor oder zweiten, keine Ahnung. Weißt du, was ich glaube, ich meine? Oh, ein Fest. Da bremse ich immer voll, viel zu früh, ich weiß nicht warum, ey. Oh, ich bin direkt neben Grosjean auf der 8. Ja, 8er. Alter, ich... Aber die Sonnenstrahlen sind so ekelhaft. Paris ist 5er. Ey, stopp! Was? Oh, nee, doch nicht. Paris ist einfach 5er. Okay. What the fuck? Also in R-Faktor kann ich hier besser fahren, zumindest vor langer Zeit mal, als in dem Spiel gerade irgendwie. Mir ist es genau nicht anders. Klar, ey. Ich muss auf jeden Fall früher rein. Alter, es gibt so viele Kurven, wo ich einfach rauskomme. Immer in der vorletzten komme ich raus, in der einen bremse ich 100 Meter zu früh. Mach jede Runde denselben Scheißfehler. Holy shit, ich hab wesentlich später gebremst als Quert und werde fast hinten drauf. Alles klar. Also ich bremse so früh, was mache ich denn? Das nicht! Oh, mich fast gedreht wieder. Weil Kvyat spontan mal bremsen wollte. Boxenstopp. Aber ich bin an Kvyat vorbei und Ricciardo versucht es gerade an Perez. Oh, aber ich bin links neben Ricciardo in Richtung Ende Sektor 1. Bergauf. Und jetzt an Perez. Und vorbei. Alter, ja, meine Reifen sind jetzt schon gefickt, ey. Ich denk nicht richtig ein, hallo? Oh, Perez! Perez, du Wichser! Wieder abgeschossen? Ja. Weil mein. Alter, die vorletzte Scheißkurve, ey. Ich komm immer weit raus. Weil mein fucking Controller nicht richtig einlenken will. Ich hab das die ganze Woche dann getestet, ob ich das irgendwie hinkriege, aber es funktioniert einfach nicht. Ich lenk einfach nicht richtig ein manchmal. Lol, was ist jetzt passiert? Wo bist du jetzt? Ich bin 15. jetzt. Ah. Immerhin besser als ich. 20. oder 20 Runden Rückstand. Und ich muss auch noch in die Box, genau wie alle. Ich bin drin. Ah, ist jetzt schon ein Boxenstoppfenster oder gehst du einfach so? Nein, das ist nicht. Ich bin einfach rein jetzt gefahren, weil ich mehr Chancen sehe, wenn ich früher reinkomme. Mein Reifen war mich schon fast am Ende, weil ich hab mich zweimal gedreht halt. Mein ist auch schon kaputt, obwohl ich... Ja gut, ich war eine Runde... Ja, okay. 5 Runden bin ich jetzt unterwegs. Schade, ich kann ja nicht... Ich habe kein Auto vor mir, wo ich dann mal einfach aus Spaß mal den Teammelo reinmachen kann von DTM. Push him off the track oder sowas, oder? Nee, Timo, schieb ihn raus! Ach genau, sowas, stimmt. Alter, ich hasse das. Ich hasse die Strecke, ohne Witz. Ich hasse Paris war in der Box, haha. Die ist total komisch irgendwie gerade für mich. Oder? Ja, Paris war in der Box, den könntest du eventuell bekommen. Warum ist der 19? War der hat 5. sich vielleicht mit mir gedreht. Lol, Vollidiot. Tja, weil er sich in mir eingehangen hat, versucht dann, hat dann, Ja, das ist vor mir. Gegen meine Richtung gelenkt und deswegen habe ich mich gedreht. Lass mich so an. Und relativ, oh, ich komme hinter Alonso raus. So, rein da. So, 17. Muss man alles hinsetzen, ja, irgendwie. Das warum ist eigentlich Alonso hinter Stevens? Und Meri? Der war irgendwie auch irgendwie ab 19. gestartet, glaube ich, oder als 18. What the fuck?
Los, geil. Und das Überholmanöver des Jahres, Stevens versucht sich an Miri. Und ich hab Stevens, während Miri in die Box gefahren ist. Easy. Alter, ich fahr wieder raus. Es hat gar keinen Sinn zu fahren. Ich komme wieder, jeder Runde komme ich hier fünfmal raus. Ey, das ist krass. Ich bin vor auf die 11. Oh Mann, das wird wieder so ein Scheiß. Und ich wurde. Letzten drei Rennen lief schon nicht gut. In Monaco keine Punkte geholt. In Kanada von Raikön abgeschossen. Dann im Endeffekt. Ich habe auch nur drei. In jetzt mit dem Rennen 12 Punkte geholt in drei Rennen. Ist auch Bullshit. Und hier hole ich auch gerade aktuell keine Punkte. Wie viel bist du eigentlich nochmal geworden im letzten Rennen? Im letzten Rennen bin ich 9. geworden. Achso. Ich hab uns. Bremst immer noch zu früh, also es hat keinen Sinn gerade irgendwie. Ich habe uns privat herausgefunden, dass wenn ich durchgefahren wäre und in der 18 reingefahren wäre, disqualifiziert geworden wäre. Okay. Was gar keinen Sinn macht eigentlich, aber okay. Wenn das Spiel das so sagt, ist es halt so. Da ist ich bitter gewesen. Beziehungsweise wäre ich genau in der 17. Runde nicht ohne in die Witz, Box gefahren. Ohne Witz, ich hasse diese Strecke. Über die Stadt Ziel wäre ich disqualifiziert gewesen. Genau das ist nämlich passiert. So, ich bin jetzt an Eriksen dran, Platz 10. Es gibt ja kein Safety rein im Spiel, ne? Sonst würde ich mich jetzt irgendwie abschießen. Und einfach Safety holen, aber das gibt's ja leider nicht. Das ist so, ich hab Eriksen geholt. Ach man, ist doch demotivierend, dieses Rennen. Er war schon nach den ersten Metern gelaufen gewesen, ey. Vor allem hat Maldonado auch noch Frühstart hingelegt. Ja, ohne Witz. Der ist viel früher gestartet als alle. Das Spiel ist halt einfach eigentlich scheiß was online. Es gibt echt keine Kurve, wo ich nicht außerhalb der Strecke bin. Das ist echt crazy. Verstappen ist vor mir. Hast du gerade für eine Zeit gefahren? 1:10:04. Mein bester ist übrigens 1:13. Meine Reifen werden vorher auf jeden Fall am Arsch sein. Ja, meine nicht, aber. Ich hoffe ja nichts mehr von dir. 5 Sekunden Rückstand auf Stevens. Hat ja auch keinen Sinn. Ach, übrigens ist mir gerade der Mercedes, also ich werde gleich überrundet, also das ist schon Demütigung genug. Da musst du eine Runde weniger. Blaue Flaggen? Nö, kein Bock. So, Achter, Hamilton ist Hüttenberg. Das. Ah, aber es wäre scheiße, wenn ich abschieße. Das wäre echt blöd. Nee, das wäre kacke. Mach ich nicht. So, ich bin an Hülkenberg vorbei auf 7. Warte, soll ich schön vorbeikämpfen? Hülkenberg fährt irgendwie geradeaus. Okay. Next Stop ist Kwiatz. Der mit irgendwem battles. Ja. Boah, Alter, ich bin gerade erst über den Kopf geflogen, Alter. Holy shit. Okay. Also, das ist mir, glaube ich, auch mal passiert. Ah, 13. Aber nicht in diesem Rennen. War echt mal in 13er Zeit. Nee, war richtig geil. Ich versuche mich gerade nur zu konzentrieren, deswegen sorry, falls ich jetzt nicht so viel sage. Na, ich red mich ja schon genug auf. Die Leute ja Unterhaltung vom Allerfeinsten. Alter, Kwiat und Ricciardo battlen gerade. Wo bist du gerade überhaupt? Erster Sektor, Ende erster Nee, Sektor. Welcher Platz? 7. Jetzt habe ich wieder nicht. Boah, jetzt hat das Spiel wieder mich nicht richtig lenken lassen. Ich finde das so scheiße. Ja, genau. Jetzt. Oh Mann, ey. Ich hätte so viel mehr holen können in diesem Rennen, ey. Schatz. Alter, Hinterfahrer kommt lang gar nichts, Alter. What the fuck? 2,4 Sekunden auf die beiden. Was sind denn hier alle? Bull. Platz 5 gibt es anscheinend nicht. Platz 5 battelt vor mir. Die sind jetzt im ersten Sektor. Die sind ja 100, unterwegs. Die sind ja eine Minute hinter allen. Junge, die beiden, die vier anderen sind schon auf dem Weg nach unten, ne? Da hinten. Ah, da hinten kommen sie mal alle. Da komme ich übrigens auch. Ich habe leider ein Problem, ich muss bitte langsam fahren. Nee. Hallo. Ich bin nah dran jetzt gleich. Hallo. Hi. Hi. Ich ziehe jetzt mit euch. Bitte nicht. Ich bin Achter. Bin Achter. Ich kann gar nicht mitziehen, ich bin einfach zu schlecht heute, das ist echt krass. Oh, meine Reifen, ich muss meine Reifen so übel schonen. Boah, ich hab die Kurve mal einigermaßen geben, gekriegt. Alter. So, ich bin nah dran jetzt. Ich auch.
Ich krieg gleich auf jeden Fall die Ich Alice. Auch. Na, vielleicht. Naja, ja, nicht. Alter, die betteln da vorne richtig, ey. Holy shit. Mhm. Oh, nebeneinander. So, ich hab die Kuh viel, viel besser genommen. Boah, kann ich mir das mal schön von hinten angucken? Ah, da überholt er. Ja, genau. Oh, du ja. Oh, shit. Oh. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Der hat mich von der Strecke gedrängt. Auf der Kamera. Gut, dass ich das gemacht habe, Alter. War das gerade krass. Holy shit. Der hat mich von der Strecke gedrängt. Ich hab's gesehen, Alter. Wie du eingeschlagen bist, ey. Hast du Reifen verloren oder so? Nee. Nee, ich hab meinen Front verloren. Aber ich hab's drauf, Richie. Kannst du dich schon angucken von hinten. Alter, das ist doch behindert. Ja, meine Punkte sind weg. Geil. Nee, warte, nee, dritt nebeneinander, ey. Holy shit. Kannst du noch fahren? Also, richtig? Nein. Mein kompletter Frontflügel ist weg. Alter, was war das gerade für... Der hat mich von der Straße gedrängt. Das war echt, ihr wart ein bisschen weit weg, sonst muss man am besten ranzoomen, dann sieht man es noch besser. Aber man kann es mir mal sehen. Und dann bin ich leicht abgehoben, weil da irgendwo Körbs. Alter, das ist ja krass, wie du nach rechts abgedriftet bist und da voll in die Wand eingeschlagen bist gerade, oder? Das sah mir mal krass aus. Boah, danke Ricciardo, du kleiner... Gut, dass ich langsam gefahren bin, das war auf jeden Fall echt krass, ey. Frau Hamilton. Frau Hamilton, ich wäre fast überrundet gewesen. Ich bin ja überrundet, ich bin in der letzten Runde gerade. Ah ja, ihr auch. Geil, jetzt sieht man unnötigen Stuff. Ich bin gerade im ersten Sektor unterwegs. Richtig geil. Oh Mann, das ist wieder so ein Scheißrennen. Ich hoffe, nächste Woche wird besser. Ja, Mann. Silverstone. Aber wenigstens wieder so eine spannende Aufholjagd gesehen, plus ein geiler Crash vielleicht. Aus zwei Perspektiven. Ja, Mann. Yeah! Warte! Da ist er! Muss Gas geben! Gas geben! Da habe ich die Spur geschoben. Nice, wir sind dann an der Zielkommen. Platz 1 und 2. Leider nicht. Leider nicht. Wenigstens hat Hamilton gewonnen, das ist gut. Ja, aber guck mal, dahinter ist ein Bernd Ferrari, ist auch kacke, ey. Rosberg ist auf jeden Fall jetzt WM-Führender. Aber okay. Ich bin immer noch vor Hamilton. Mit 2 Punkten. Ah, Scheißrennen. Ja. Letzten Na, Hamilton, freu dich. Letzten drei Rennen waren bei mir alle scheiße. Bei mir war, okay, das letzte Rennen war okay, aber da, die beiden anderen waren halt scheiße. Monaco und das hier, ey. Also Experte ist schon hart, muss man sagen. Obwohl, wenn die mich nicht abschießen ohne Unfall würden, wäre ich da oben gewesen. Ja. Die haben nicht mal eine Strafe bekommen, ist das lächerlich, ey. Nein, ich hab... Oh, ich bin so blöd. Ich wollte die Dinge jetzt überspringen, jetzt habe ich noch weiter. Jetzt kann ich nichts mehr sehen hier an Informationen. Och, Mensch. Keiner hat eine Strafe bekommen, ich hab... Okay, ich hab in Runde 2, ich Kollision mit Hamilton verursacht. Okay, alles klar. Was steht ja bei mir so drinne? Das mit Perez wird einfach gar nicht mehr eingesehen, so... Carlos Sainz und Will Stevens haben eine Kollision mit dir verursacht. Noch irgendwas, oder? Dann steht da noch, dass ich Ricciardo eine Kollision hatte, was überhaupt nicht stimmt, weil der hat mich von der Strecke gedrängt. Jetzt ist weg. Der nächste Mal, nichts vom Start drin, okay, krass. Nee. So, das war das Rennen von Österreich. War ein scheiß Rennen. Ja. Ich hoffe, euch hat wenigstens diese Action gefallen noch am Ende. Wir sehen uns dann nächste Woche in Silverstone. Mach's gut und ciao. Ciao.